Haha, guck mal. Läuft. Mama Figur. Oh, oh, so. Die Anzeige hat sich geändert für die Übertragung. Ich habe jetzt unten nicht mehr diese durchsichtige. Ich habe jetzt da so einen Balken, der sagt, wie lange ich hier und so. Wie viele Zuschauer und so ein Scheiß. Sieht jetzt deutlich besser aus. Also übersichtlich. Ist aber wahrscheinlich jetzt noch schlimmer, da Untertitel drunter zu lesen. Also ich hab Riptor, was hast du? Oh, gut. Ja, warum frage ich überhaupt? Alter, Level 6. Herzlich willkommen im Killer Instinct Stream von Mörder Markus und Meier Mike. Wir sind wieder live am Start und spielen für euch Killer Instinct, bis die Augen bluten und die Hände schwulstig sind. Meine Augen sind mir scheißegal, du wirst bluten. Ah. Guck mal, da kommt der Frosch. Du weißt ja, ich bin so stark, ich kann meinen Stammzahn rächen. Ich hab grad nachgeschaut, ich kann jetzt echt keinen einzigen Untertitel mehr sehen. Vorher war das Fenster ja wenigstens ein bisschen durchsichtig. Jetzt ist es nicht mehr das. Jetzt ist es voll mit 100% Nulltransparenz. Alter, ich krieg ja gerade gar nichts auf die Reihe. Erstmal bis auf den Missionars-Move. Ah! Wieso macht er den schönen Lila weg? Mein schöner Shadow-Move. Na, warte. Oh, ich leg mich mal schlafen. Oh. Känguru-Move. Ja, lass mich jetzt mal hier dich mal kurz einen Happen reinbeißen und so. Ach, scheiße. Alter, willst du mich verarschen? Ich krieg hier keinen Stich. Was soll das? Warum hat das Ding so eine riesen Reichweite? Scheißteil. Ich leg mich schlafen. You're not the one. Yeah, Mom. Was für Schei. Revanche. Okay. Revanche. Ja, wie kannst du mich, wenn ich über dir bin, noch aus der Luft laden? Kannst du nach oben hauen. Ja, aber guck's dir an. Ich kann genauso lange auf dich einschlagen. Und ich... Gar nicht. Guck's dir an. Das, was ich noch an... Ich mach grad gar nichts. Was ich noch an Health hab, das hast du gerade mal verloren. So. Ui, ich bin noch hochgesprungen. Nein, nein, geh weg! Destroy! Ah! Junge! Nein, nein! Oh, gut. Alter, das war ein Comeback. Nein! Nur weil du eher loslatschen kannst als ich. Ich speich den Hals. Nein.
Oh, übrigens. Ah! Nein, lass mich raus! Ja, tot! Ja! Junge, jetzt hätte ich nur noch einen Kopf im Maul haben müssen. Das wäre geil. Siehst du meine Brecherrate, Freundin? Siehst du? Ja, hab ich schon gerade gesehen. Hab ich gesehen. Ich breche auch schon. Bist du da am Kotzen? Alter, ich mach mal kurz nicht am Gamepad. Oh, da haut er gleich noch einen raus, Alter. Was hat Bagda-Bomben, René? Die Scheiße an. Du hast doch gesehen, dass ich dich ordentlich erwischt habe und nichts ist. Ja, ich. Wie gesagt, ich block. Ich bin auch die ganze Zeit am Blocken, aber siehst du, dass das macht? Ich. Ja, ich meine, bei ihnen sehe ich sowieso nicht, wie das aussieht, wie die Moves. Aha. Oh, das war zu spät. Scheiße. Nein. Ah! Ich hab die Taste nicht schnell genug gedrückt. Ja, guck's dir an, das ist so lächerlich. Ich drück die ganze Zeit nach hinten und er blockt einfach gar nichts. Du kannst halt unten und oben blocken halt, ne? Also es gibt Schläge, die kommen von oben und von welche von unten. Ja, aber das macht keinen Unterschied. Egal, ob ich jetzt nach schräg unten oder nur nach, also nach schräg hinten oder... Geh mal in die Hocke. Achso, ja, du musst halt auch, wenn ich den Move mach, musst du drücken halt, ne? Okay. Ich dachte halt, ich mach dann nochmal so einen Move, irgendwas mit dem Fuß. Du blockst unten. Ja, und dann diese unblockbare Scheiße jedes Mal. Ey, guck's dir an! Das sind Moves, die sind ja oben, da muss ich nur nach fucking hinten drücken und er macht es einfach nicht. Ich guck doch. You're not worthy, Bray. Aber ich hab die beste Schadensrate in the Combo. Die bessere Brecherrate. Ich hab gar nicht gebrochen. Wenn du Kombos machst, der braucht keine zu brechen. Der ist schön. Hör auf mich hier zu brechen. Oh. Friss das! Alter, wieso habe ich dich jetzt gerade nicht aus der Luft hauen können? Wieso eindeutig. Guck dir das an, ich treffe dich doch eindeutig. Nein, geh weg! Genau, es steht noch ready da und du kannst mich schon vermöbeln. Was soll diese Scheiße? Oh nein! Was heißt eigentlich dieses blöde lila Ausrufezeichen über meinem Schädel jedes Mal? Das heißt, du bist gleich tot. Ja, er hat nicht mal diesen scheiß Shadow Move gemacht. Das ist so ein Kotzen irgendwie. Supreme Man! Weißt du Bescheid? Word. Alter Schwede, das war doch mal ordentlich. Yeah! Yeah, du willst die Figur auswählen? Mhm. Wähl die auch nochmal, weil die einfach so ist.
Also, falls ihr gerade anfangt mit Killer Instinct und ihr sucht doch einen total geilen Charakter, dann kann ich euch mal ja wirklich wärmstens ans Herz legen. Und also, wenn ich ihr auf die Fresse kriegen wollt. Abonnieren drücken. Mike steht halt auf schlecht. Ist voll gut. Es ist alles Definitionssache. Wenn man schlecht als gut definiert ist, dann ist schlecht echt gut. Aber im Prinzip kommt es. Ach, ja, gut, da ein bisschen kommt es auf den Charakter an, aber. Im Prinzip, ja, also. Die Grunddinger sind nicht. Jeder hat halt seinen speziellen. Normal, Mann! Also nimm deinen Gehstock jetzt und mach ihn kaputt. Konkret. Einfach mal Knie zum Gesicht. Und dann ins Gesicht. Da kommt man auch echt nicht zwischen. Auf jeden Fall ist dein Supreme erstmal im Arsch gewesen. Das ist schon mal das Wichtigste. Der bei der Combo dann zu weit weg, um dich zu greifen. Das muss mir mal einer erklären. Ich krieg nicht einen Schlag dahin. Weil ich komme einfach nicht nah genug ran. Du kannst mir nicht erzählen, dass der Boxer nicht eine höhere Reichweite hat als deine Olle. Wieso hat die so extreme Lufthoheit? Das ist doch scheiße. You're not worthy, weil das ist die schlechteste Spielerin im Spiel, Markus. Die schlechteste. Du bist ja der schlechteste Spieler im Spiel. Wartest du auf irgendwas? Ja. Buja! Buja! Siehst du? Ich spring deutlich vor dir und du hast kein Problem, mich aus der Luft zu holen. Macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Das ist Timing. Timing ist das. Oh, scheiße, das war zu spät. Aber er blockt alles weg. Genau, du bist noch nicht mal gelandet, da bist du schon auf dem Weg zu mir. Ist logisch, total. Ich kann nichts blocken. Ich nehme mal. Oh, der haben wir schön. Da wollten wir beide einen Wurf machen. Moment. Mit Ripter hat er ja auf die Fresse gekriegt, das ist ja alles gut, aber jetzt habe ich ja nicht Ripter. Ja, einmal habe ich den platt gemacht, aber mal richtig filetiert. Bam! Ah, falsch hingestellt. Ja, wer sich in Gefahr begibt. Oh, was haben wir denn hier aufgenommen? Willst du davon ein paar? So, ich kann ja eh nichts blocken davon, das ist eh scheiße. Oh nein! Ah, oh scheiße!
Ich weiß, was du willst. Du willst scheiß Supreme, du Arsch. Nein! Fick dich, dein Supreme kriegst du nicht. Ins Gesicht. Aber mich würde es mal wundern, warum der jetzt keinen Shadow Move macht. Na endlich! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh, so eine schöne Ultra-Kombo. Was war das denn für Scheiß? Oh schön. Schön, hast du gerade gefurzt oder was? Das war schon im Übrigen, René, nur für dich zur Info, Mike hat verloren. Ja, aber ey, ahn mal, wie knapp das war. Ahn mal, wie knapp das war. Erzähl dich. Millimeter. Das war ein fucking Millimeter. Gleich nochmal. Ich hab zwei Drittel gebrochen, also was willst du? Ja. Lass mich gerade mal was trinken. Lass mich bitte gerade mal was trinken. Oh. Oh Gott, ja gut. Dann musst du jetzt einmal zuschlagen. Kannst du nicht den Start verkacken? Naja, er kann ja nicht ahnen, dass der diesmal nicht diese blöden... Oh, jetzt ist gut. Ja, ich wollte ja gerade wieder zurück, aber der hat halt so eine kleine Kombo gemacht. Alles gut, alles gut, alles gut. Hat er gesehen, ich bin ja absichtlich zurückgegangen. Nur viel zu spät. Du kannst halt gegen diese Scheiß-Kombos echt nichts machen. Was? Mein Fuß war in deinem Gesicht und du kommst trotzdem vor mir runter. Das ist doch scheiße. Wie geht das? Die ist klein und schnell. Die ist klein und hässlich. Nein, oh nein! Der ist so bekannt. Hat ja noch keiner gesagt, Rastas Höpfe, sie nicht stolz. Nein! Break den Scheiß weg! Boah, ich dachte, ich hab dich gerade im Griff, ne? Oh, Scheiße! Oh nein, oh nein! Vergiss es, Supreme gibt's nicht. Nicht gegen die TJ Combo. Wie schnell war die denn eben vorne? Was war das denn geiles? Aber guck mal, wie schnell die wieder hinten ist. Alter! Musst du mir meinen Shadow Move kaputt machen? Ah, schön. Ah, zu früh. Alter, was war das? Haben wir gerade beide gelaunert? Haha, das war knapp! Nein! Und ich hab... Wie knapp war das denn? Oh, ich hab schon wieder irgendwas mit dem Kombo freigeschaltet. Drei Illustrationen. Revanche! Aber das war doch gerade echt geil knapp, ne? Ach Gott, komm. Wer soll mal? Was ist denn gerade los hier? Kann man eigentlich, man kann zwar schnell nach vorne, aber kann man auch schnell nach hinten? Ja. So, damit ist dein Supreme schon mal im Eimer. Das war wichtig. Ah.
sollst mir mein Supreme nicht in Eimer machen. Verdammt. Hey, was macht denn er? Ich drück treten und er schlägt? Gegen den kann man nichts tun, gegen diesen komischen blauen Wichser-Pups. Doch, weit weg sein. Warte. Ja, nee, ich bin halt letztes Mal wirklich ganz nach hinten gelaufen. Keine Chance. Nein, Fuck. Doch. Oh, komm. Oh. Du hast nicht mal den Mumm, mir diese Scheiße hier mal in den Wand zu hauen. Das ist doch kacke. Deine Gehstöcke. Yeah. Maya. Maya. Oh, fight. Ja, fight. Fight. Oh, shit. Ja, ich kann fliegen. Kannst du? Ah, du kannst hauen, ich weiß. Du kannst hauen. Kann ich auch. Booyah! Was denn? Ich hab dich gerade von oben geblockt. Was soll denn der Scheiß? Du hast gesehen, wie schnell TJ Combo sein kann. Alter, wie kannst du jedes Mal meinen Combo Breaker, den ich bei dir mache, breaken? Kacke. Ah, Scheiße. Auf mit Alter, Scheiße. Wieso nimmt er dich dann nicht in diesen fucking Griff? Kann doch nicht sein. Was war das denn? Alter, du siehst mal durchgedreht. Schön. Mit beiden habe ich eine größere Reichweite als du. Das ist auch gerade schwer zu feststellen müssen. Oh nein. Oh nein. Sterf. Alter, wie kannst denn du bitte mit deinen kurzen Ärmchen weiterkommen als ich? Doch unmöglich. Und jedes Mal klappt der Griff am Ende nicht. Was soll denn der Dreck? Autsch. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. 30 Kampfherforderungen mit TJ. Gemetzel angucken. Du bist übrigens down, Mike. Ich weiß. Unglaublich. So unglaublich. Wen meinst du? So. Was? Ihr macht Account-Sharing, aber das ist doch verboten. Moment, stopp. Mike, stopp. Es ist kein Account-Sharing, es ist Family-Sharing. Weiß. Von daher alles ist gut. Ist ja, solange es in der Familie bleibt, ist alles okay. Ja, das steht aber in einem Haushalt. Nein, René, ihr habt ein anderes Verwaltungsverhältnis. Die Geräte stehen OLED, nicht in Brothers. Einem Haushalt. Das heißt, ihr seid Bruder. Die Geräte stehen nicht in einem Haushalt.
Aber die Geräte müssen in einem Haus stehen. Meine, ich hätte es gelesen. Der René postet gleich einen Link in den Chat, Jungs. Da könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen. Steh auf! Steh auf, wenn du ein Boxer bist! Nein, ich kann nicht mehr! Rule! Ihr was? Oh! Pass auf, ich muss doch mein Messer in die Hand nehmen. Das dauert ein bisschen, da musst du kurz warten. Alter, könntest du mal bitte dein Kartoffelmesser zum Kartoffeln schälen, wenn es nicht um mich hier zu drehen. Vorsicht, die fliegen hier nur so durch die Gegend, die Messer. Pass auf. Das ist scharf. Jedes Mal gehen deine Luftangriffe nach oben. Wie, was soll diese Scheiße? Die Luftangriffe, das macht eigentlich, also in der Natur des Luftangriffes befindet sich schon die Höhe mit drin. Ja, aber du machst in der Luft Angriffe nach oben statt nach unten, wie es jeder normale Mensch tut. Ja, das ist doch geil. Ja, wenn du springst, muss ich doch nach oben machen. Alter. Was eben fand ich gerade viel geiler. Ich bin über dich rübergesprungen, hab halt das gerade nach unten gemacht im Sprung. Das hatte ich vorher noch nicht. Das war ja geil. Weißt du Bescheid? Yeah! Supreme! Weißt du Bescheid? Yeah! Soll ich dir jetzt aufs Maul hauen? Oder willst du uns jetzt belehren? Sofort. Ja, pass auf, guck mal, er hatte jetzt eine halbe Stunde Zeit zu nudeln. Der hat es bestimmt im Hintergrund genudelt. Er hat eine halbe Stunde in Watch Dogs genudelt nach Killer Instinct. Wer hat denn was von Google gesagt? Niemand hat dir was von Google gesagt. Wir haben gesagt, du hast genudelt. René, bitte. Aber schön, das Wingband anlegen. So, ach genau, wir müssen jetzt kurz ins Hauptmenü gehen und gucken uns jetzt kurz. Ja, ja. Offensichtlich, oder? Markus, komm, du hast das Auto gefunden, oder? Ich hab auch nicht wirklich gesucht. Noch keiner. Einzelspieler. Kampfspieler gegen CPU. Ja. Ich sehe Y Stellung. Nicht, da ist der Twitch-Stream Schwierigkeit. Drüber. Brutal Killer Ultimativ. Ultimativ in Klammern Keil. Wer ist denn Keil? Nee. Ja, aber dann. Ja, der nascht mich doch denn weg. So. Ja, ich muss mir die doch erst suchen. Das ist offensichtlich eine. Das bedeutet, die mähen dich also auch. Hallo? Auf, ich kann meinen Stock kaputt machen, Mann. So. Wer ist denn Kyle überhaupt? Wie geil, der blockt einfach alles. Der blockt einfach, steht einfach wie eine Wand. What the fuck, Alter? Wie hat es denn? Der steht wie eine Wand. Aber ich habe ihm schon. Ah, und oh ja, 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 oh, und weggehen ist keine Option. Ja, was geht, Mann? Combo Breaker. Digi, was ist los, Mann? Aber er blockt einfach alles. What the hell?
Und er steht einfach mal da und blockt die ganze Kombo weg, ey. Was für ein Hardcore-Typ, ey. Boah, nee, ist klar. Hier, Mann, da liegt er auf der... What the fuck? Boah, der... Oh, nein, nein, nein. Das, nein, nicht weggehen, nicht weggehen. Wenn er weggeht, dann schießt er. Das ist gar nicht gut. Oh, was ist denn los? Heftig, holy shit. Unglaublich. Unglaublich. Ja, die Hälfte der Energie ist weg. Komm her! Das ist der weltbeste Killer. Wenn du den Schwierigkeitsgrad wählst. Ey, Alles bitte. Der hat noch 3 cm Energie. Komm her, Mann. Ich mach dich fertig. Komm her. Der blockt einfach alles. Jetzt hat er nur noch 1 cm. Komm her, du Wurst. Komm her, du Wurst. Komm her. Nein. Spielt Mike auf Kyle, oder was? Ja, oh Gott. Bam. Bam, er liegt, Mann. Er liegt. Und jetzt kommt der zweite Helfbar, oder? Er ist rot, ich bin rot, aber ich bin tot. Bam, aber ich hab ihn gelegt, Mann. Das geht, aber der blockt alles. Der steht wie eine Wand da und du knüppelst da rein und da passiert gar nichts bei ihm. Gar nichts. Das ist total hart. Ja, aber geil. Da kann man, hab ich gelernt, kann man machen diese, ne? Gut. Das ist gut. Alle mal. Spiel gut. So, was los jetzt hier weiter aufs, oder wie, oder was? Ich bin gerade mal im Survival-Kurs hier. Great. Ich sehe gerade, wie langsam Omen ist, wenn er nicht gerade zuknüppelt. Wenn er zuknüppelt, ist er mir zu schnell. Alter, Survival. Einstellung, yippie. Schwierigkeit Champion. Yeah, da geht er. So, Anfänger, Veteran oder Champion? Ach toll. Gehen wir mal auf Champion und gucken wir nach, was er ist. Maya Popaya. Ah, guck mal, so sieht es doch gleich schon viel besser aus. Was ist er denn? Erstmal ein 8-Pack oder was? 10-Pack. Original Wikinger. Was ich, Markus, hat er sich jetzt mal gemeldet oder ist immer noch Funkstille? Alter, was hat er denn für ein Schwert? Das war ein Schwert. Holy shit! Alter, der hat aber mal ein krasses Schwert. Heftig. Oh, alter Sch...
Spielst du immer noch auf Kyle, oder was? Ne, ich spiel grad Survival of Champion jetzt. Ja. Ja, dann macht ihr, dann mach ich mal mein Survival erstmal fertig. Ob jetzt Mike was kann? Nein, Mike klopft immer noch auf... Nee, Mike klopft immer noch einfach auf den Button rum. Bisschen mehr als letztes Mal auf jeden Fall. Allerdings muss man natürlich das dann auch setzen. Mal irgendwie Combo Breaker geguckt. Combo Breaker bin ich auf Platz 4 mit 68 Combo Breakern oder sowas halt. Und Tobi hat 1286 Combo Breaker gemacht. Lol, ey. Das ist auch so hart. Alter, ich finde es so schlimm im Survival-Modus. Der Gegner hat keinen Stich und kurz bevor er tot ist, macht er hier quasi mal die absolute Ultra-Combo. Aber das ist auch alles, was er im ganzen Kampf macht. Doch, Mike hat mir... Mike hat mir vorgestern eine reingeprügelt. Mit der Musikgeschichte. Das auch. Stimmt. Hab ich auch den Erfolg bekommen. Ja, ist geil so. Bam, 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 bam. Achso, ja, hier, nee, ja, hier. So, alles gut. Fancy Farben hier. Original Meyer Style. Opa Meyer Style. Tick, 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 tick. Jetzt kriege ich bestimmt richtig auf den Sack. Oh man. Wie gesagt, letztendlich ist es, ich meine halt auch, die Unterschiede sind nicht so groß. Also die unterscheiden sich halt in den Signature Moves, aber die Basics sind ja... True. Juhu, Rash. Ja, schönes Ding. Nein! Oh, siehst du? Ich sag mir. Klappt doch gut. Oh nein, das war doch so falsch. Was mache ich da auf den Kram? Nein, was mache ich denn? Zu früh gedrückt und springe hinter ihn, ey, wie bescheuert. Jetzt bin ich gleich tot. Nein! Nein, Scheiße! Das war doch bescheuert. Ich mach schon wieder den gleichen Fehler und spring hinter ihn. Ah.
Ach, sag mal. Schön. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding. Ja, wie gesagt, man muss das halt, ne, man muss das halt ja dann zur richtigen Zeit hin, sonst, also. Da ist er ganz schlecht vorbereitet. Iago habe ich nicht. Das ist doch bescheuert. Iago würde ich noch nehmen. Aber macht doch gar keinen Sinn. Das ist doof. Nein! Ach du Scheiße. Das ist fucking worst case, glaube ich. Jetzt habe ich so ein... Ich hab den fucking Stein. Oh nein. Den großen. This is worst case. Ja. Ja, los. Mike, erinnere dich dran. Mit dem großen Stampfer hab ich. I don't like big guys. Wie gesagt, vom Grundprinzip ist das gleich auf jeden Fall. Ja, es geht halt, aber. Ja, aber auch, ich check überhaupt die Moves nicht, ey. Was war das denn? So. Wie krass ist er denn? Boah, Alter, der ist so groß, ey, das gibt's gar nicht. Was hat er denn jetzt? Das? Welcher Move ist das Stampfen? Rechts. Das Stampfen kennen. Boah, ist das so bescheuert. Der Move ist so bescheuert. Ja, Markus stampft einfach drauf los. Du kannst nichts machen. Das ist voll und du warst doch noch in der Ecke, ne? Ja. Das ist so bescheuert. Der Move ist ein bisschen OP, finde ich. Oh, wuh! Mike, der Move ist seit 2 Jahren da und niemand hat ihn gefetcht, also alles gut. Ja, aber das ist schon krass. Man kann den dingsen, man muss nur wissen, wo, wie halt. Lol. Jetzt habe ich kaum was gemacht gerade. Kaum was gemacht gerade oder irgendwie. Ich wollte ihn gerade nehmen halt irgendwie. Würde ich jetzt auch platt mal nehmen. Jo, den kann ich nicht nehmen. Ich finde Maya einfach brutal geil. Was die Geilste. Das sah eben ganz schön abgedreht aus, was du da mit dem veranstaltet hast. Ja. Die Moves sehen voll abgedreht aus und wirbel durch die Luft und. Wie geil ist er denn?
Das ist der Big Cat. Gegen den habe ich eben auf Champion im Dings-Mode gespielt halt. Das Schwert ist so bretthart. Aua. Ich glaube, der hat auch sowas ähnliches wie Stampfen. Ja. Das ist super brutal. Viel zu großes Schwert. Wow! Oh, was geht denn mit ihm ab? Alter Schwede. Oh, ist ja krass. So, die ersten 5 habe ich. Was war das denn? Was war das denn? Mach doch mal den fucking Combo Breaker. Gib's doch nicht. Breakt er das nicht? Huh, was war das? Mit Selbstüberlistung oder was? Nein! Es ist so hart, ey. Das ist so hart. Das hatte ich eben nämlich auch beim Champion-Kram. Krasses Ding, ey. Was geht? Ui! Nein! So krieg ich... Ich den Breaker nicht mit Dings. Wieso das denn nicht? Geht doch gar nicht. Wie, aber da, ich denke, man kann jede. Kann man nicht jede Kende, nicht jede Combo breaken. Immer das gleiche, das ist halt dann. Das ist nicht gut. Damn! Behalte ihn mal, ich muss mal Maya wechseln. Achso, oder so. Brad. Ja. Singapore River. Geht das nicht am PC? Ach so, weil. Ach so. Ja, okay, ja, nee, aber mit mehreren. Ja. Wahrscheinlich ist das mit mehr. Ich habe ja erst Hongkong nur drin. Das heißt, da gibt's dann wenig Auswahl. Ja, dann. Aber das finde ich halt total gut, dass ich das eben genau das nicht machen muss. Deswegen, ich will so lange wie möglich das versuchen bei Hongkong. Like. Also ich habe keine Probleme, ich weiß nicht, was du... Hast du, Markus, wenn du kaufst, stellst du jedes Mal um vorher? Kommt immer drauf an. Ja, nein, vorher gar nicht. Gestellt. Vorher gar nicht. Wenn ich Guthaben einlösen will, dann gehe ich auf die Seite zum Einlösen, dann sagt er mir erstmal, der Code ist gültig und sagt mir auch, für welche Region. Dann versuche ich das einzulösen und wenn ich in der Region bin, dann sagt er mir, in der falschen Region, klick hier, um das zu... Dann ändere ich es auf die Zielregion, mach's nochmal und es geht. Es geht. Also am PC. Ja. Also ich weiß nicht, ob das für eine Rolle spielt, aber ich mach das an der Mac. Aber am Telefon geht's genauso. Gut, am Telefon ist mein Apple, aber... Du twitchst auch immer noch, sehe ich gerade, ne? Na klar. Herzlich willkommen nochmal, Mörder Markus, spielt für euch Killer Instinct. Ey Korn, das macht er schon seit 3 Tagen. Das muss doch sein. Ja, wir machen das immer schön komplett. Du musst einen Haken setzen mit dem Audio. Wenn das... Ja, musst du nicht. Nein, natürlich musst du das nicht. Wenn du in der Party bleiben willst, dann musst du. Nein. Letzte Presse. Ist mir egal. Die geheimnisvolle Stimme aus dem Off. In dem Moment, wo du deine Xbox heute angemacht hast, hast du schon mal deine Rechte an deiner Stimme an Twitch abgegeben. Ja, genau.
Ja, ich hab schon gar kein Twitch installiert. Ist mir da egal. Ich hatte das mal, aber ich hab das irgendwie nicht weiter gemacht. Und da sitzen jetzt ganz viele Leute hinten vorbei bei Twitch da, in der Werbeabteilung, und basteln da draußen. Ey, ja, Twitch nicht installiert. Hallo, da bist du, ich was bin macht, Doppelkorn 911. Ich mag die Hämorrhoidencreme von Blablabla total gerne. Ja, Fire in the Hole heißt die. Das ist Fire in the Hole. Die neue Hämorrhoidencreme. Fire in the Hole. Stimmt, Amazon Prime macht's möglich. Ah, yeah. Ja, aber es gab ja jetzt lange mal keine Geschenke mehr von Twitch Prime, ne? Letzte schon über einen Monat her. Ja, du kriegst da immer mal Geschenke, wenn du das gescheit mit Twitch verknüpft hast, dann kriegst du da Items oder Spiele. Vom Metroid Prime. Allerdings sind es leider meistens so ich hab hier ein paar Geschenke für dich. Die in deinem Amazon-Account, sprich keine Xbox-Spiele. Schade. Microsoft Store, genau. Und dann sagt er dir vermutlich, deine Region ist falsch, richtig? Genau, und drunter ist aber ein Link. Genau, da klickst du drauf. Und dann kommt diese blöde Auswahl. Genau, dann gehst du im Prinzip, wenn du das ausgewählt und gespeichert hast, gehst du wieder auf diese Seite, gibst es nochmal ein und geht. Rupp. Scheuert. Also ich brauche nachher noch Guthaben aus Südafrika, da kann ich es nochmal testen. Also Inkognito-Tab habe ich nie gemacht dafür. René, da ist mir... Weil du gerade am Fluchen bist, mir ist da eine Sache aufgefallen. Wann haben wir denn im High Fidelity Club kein Fluchen? Was soll der Scheiß? Ach, Tobi, der flucht doch nicht. Also Tobi flucht doch nie. Meinst du, wenn er dich zu oft besiegt hat? Was ist nicht erlaubt? Ich hab nicht verstanden. Ach ja, und der nordische Name darf nicht irgendein Knabbergebäck enthalten. Ich hab viel gebaut. Ein Knabbergebäck. Ja, das ich hab Wilgeworts schon mal aus, aber Leatherlappen ist erlaubt. Leatherlappe. Bist du in deinem Profil oder hast du in deinem Profil diese Region da umgestellt? Hat er ja gerade eigentlich geändert. Und da gibt's halt zwei, oder? Einmal, also da sind zwei Pulldowns, wo man was ändern kann. Und ich habe das nur bei dem einen, glaube ich, gemacht. Ja, aber du musst, weil ich wohne ja nach wie vor hier. Du musst nur die Region ändern, nicht mal mehr das mit dem Adresszeug. Genau. Das meine ich. Die Adresse musst du nicht mal anpassen. Das ist... Mike, ich habe jetzt übrigens 170 Gamerscore. Was?
Jetzt bin ich bei... Oh, jetzt muss ich Gargos. Gargos und danach kommt Shadow Yago. Dann habe ich 10 Leute. Ich habe 155. Alter. Ich hab dich überholt. Woo! Party hard. Aber ich spiele gerade auch wieder den Ding von... versuch das mal mit Englisch-Großbritannien. Weil die meisten alten ich weiß nicht, war Singapur mal Kolonie? Ja. Bei Hongkong? Nee, Singapur nicht. Hongkong. Bei Hongkong klappt das nämlich problemlos. Alter, der Gargos, der muss ja nicht mal in meiner Nähe sein, um mich zu vermöbeln. Was soll der sein? Da hat er, Alter. Bäm, ausgeschaltet. Kommst du jetzt nach Taiwan? Ja, dann guck halt unten links, da steht doch der scheiß Link, auf was du klickst, meine Fresse. Das ist doch alles immer noch dieselben. Ja. Es hat keiner gesagt, du sollst das so machen. Du hast gesagt, dann probiere ich das jetzt aus. Ja, bei mir funktioniert es auch so. Ich werde es auch nachher wieder mit Südafrika so machen. Nein, ich habe 11. Ja, aber du siehst doch unten links, auf was du klickst, da steht's doch noch. Hast du rein zufällig scheiß Microsoft Edge an oder was? In Chrome steht unten links, in Firefox steht unten links. Ja, also eine der Sprachen musst du aber jetzt langsam mal können. Ja? Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Das ist aber schön, mein Bär in... Nein, es liegt vor mir. Noch 30% funktionieren. Pro Handy laden. Da könntest du ja zum Beispiel. Du, dann nimm doch ganz einfach Italiano, weil dann kannst du nämlich definitiv Alemannia lesen. Nein, aber dann siehst du, was du anklicken kannst. Ich weiß, aber ich weiß auch nicht, was willst du jetzt eigentlich mit diesem Menü? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das geht nicht über das Menü. Das geht nicht über dieses Menü, weil da Regionen rausgeflogen sind. Das haben wir aber vor Monaten schon mal besprochen.
Das ist scheißegal, das steht bei mir auch und es macht keinen Unterschied. Die Seite bleibt auf Englisch, aber die Region ändert sich über die Region in deiner Einstellung von deinem Profil. Meine Fresse. Dann mach's über die Xbox und hör auf, dich drüber aufzureden. Wie gesagt, bei mir klappt's. Ich kann's nachher gerne nochmal... Mir hat das auch geklappt, als ich das so gemacht habe. Wäre blöd. Ich musste es ja bisher nur einmal, deswegen ist es... Boah, Alter. Fortsetzen. Shadow Yago stirbt. Was war das denn? Was ist das? Wraith in the Redwoods? Update für Call of Duty. Für ihr? Welches Call of Duty? Wraith in the Redwoods. Wow. Infinite Warfare. Ja. Pick das ab. Infinite Warfare, Wraith in the Redwoods. Hier für... Hast du gesehen, ey, was geht? Dann jetzt. Das ist Zombie Power. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, das tue ich auch mal. Ja. Zombies. Das Zombie-Modus macht auch Spaß, muss ich ja nicht mal sagen. Leider geil. Aber alles andere. Da können wir den ja nachher mal daddeln. Brauche ich auch nichts installieren, das hab ich alles noch. René, der wieder da ist. Lol. Öfter hier, jetzt Google als Startseite festlegen. Der erste Gegner ist gleich wieder Maya. Mike, was hast du mir da angetan? Ist wahrscheinlich die Uhr. Oh, was? Wo kam das denn her? Ach da, scheiße. Los, Maya! Macht dir aber auch gar nichts da, die Maya! Jetzt machst du gerade was. Das war doch cool. Awesome! Total krank ist das ja, wenn man selber Twitch aufhat. So. Man sich dann selber reden. Hört man sich dann selber reden? Geht das? Also das... Ja, na klar, ich. Logisch, du hörst ja die Aufzeichnung. Ach so! Ja,
du das, ja, aber du kannst das jetzt nicht, also, oder wie jetzt, oder live geht das auch, oder was? Krass, was für ein Delay das ist, ey, ist unglaublich. Ja, so 30 Sekunden, oder? Super hart, ja, 15 auf jeden Fall. Also, 25. Gar nicht. Das Link, dann weiß ich gar nicht mehr, ob. Twitch ist sogar noch drauf. Wie Link? Weißt du gar nicht mehr, ob. Wie muss ich, wo seid ihr denn da? Wie heißt ihr denn da? Was muss ich denn da machen? Bei Twitch musst du R3M0T3. Warte, Nele, den du folgst. Genau, und dann folgst du mir einfach, dann macht das die Sache in Zukunft einfacher. No. Dann kannst du nämlich sehen, wie ich Mike verdresche. Ich hab das noch nicht so oft benutzt. Egal. Was an der Seite machen. Die Jucheln, genau. Dann gebe ich ein was? Großes R. Ist es scheiße und Kleinschreibung ist egal. Also stimmt. Stimmt. Also R3. Ja. M0. Steht halt M0 remote. Oder 0? 0. 0. Steht halt remote. Also M0. Den T. Genau. Remote in Leadspeak. T3. R3M0T3. T3. Liest sich remote. Hey, halt. Achso. Hey, sag das doch. Vielleicht findet ihr den schon. Remote Joe, ja genau. Alles klar, dann hast du. Ich spiele Killer Instinct, da komme ich jetzt aber nicht drauf, dass ich Killer Instinct spiele. Was? Remote Joe? Also auch mit 3 am Ende? Yeah. Dem soll ich folgen? Oder yeah, was? Ja, genau. Mit 03. Genau. Oder dem. Hä? Ja, schön folgen, dann kannst du dann später einfach da rauf gehen. René ist HFD, Spinnen. Mit Werbung, Alter, mit Werbung, ihr Fotzen. Da kann ich nichts für, das ist Twitch. Ja, ach komm, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hab keine Werbung, weil ich habe ja Twitch Prime. Wegen der Amazon. Ach, das gibt's auch, Twitch Prime. Ja, wenn du einen Amazon Prime-Account hast, dann bist du qualifiziert für Twitch Prime. Da kannst du irgendwo, such mal Verlinkung mit Twitch Prime und dann musst du das einmal authentifizieren und dann ist das quasi alles eine und dieselbe Amazon-Suppe. Ach, mal, wie viel Werbung. Ach nee, das seid ihr jetzt. HFD. Ja, wenn du jetzt jemanden siehst, der gerade eine Kröte verprügelt, dann bin ich das, ja. Ja, jetzt hör mal auf zu reden, jetzt höre ich dich nämlich gerade über den Fernseher. Wie ätzend ist das denn? Bla 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 bla. Genau das meinte ich eben. Ich habe das eben auch angemacht und dann. Ich hab's halt nicht im Fernseher, sondern dann halt auch noch auf dem Headset. Das ist halt nochmal geiler auf jeden Fall, weil dann weißt du gar nicht, ob die Person gerade echt spricht oder ob du. Genommen aus der Party, weil wenn da denn auch das Audio drin ist, dann. Ich kann dich überhaupt nicht verstehen. Alter, weißt du, das ist wie bei Dings hier, warte mal. Ja, das. Ja, aber Beam ist. Also, ich habe nachgeschaut, Beam ist noch nicht verfügbar in der. Das heißt, dann kriege ich sowieso wegen Alpha Ring, das passt. Juhu! Wann kommt denn das eigentlich raus? Ja. So viel versetzt. Ja, es ist so fies. René, das Spiel ist noch nicht raus. Du hast Zeit. Google einfach Amazon und Twitch verlinken, dann findest du garantiert, das ist irgendeine Einzelseite von denen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die war auf Twitch gehostet. Amazon Prime, Twitch. Oder so Google einfach Twitch Prime, weil das ist ja nicht dieses alte Twitch Pro, sondern das ist ja quasi wieder ein zusätzlicher Tarif. Ja, das ist das. Ist dabei.
Ja, da kriegst du einmal im Monat nach Möglichkeit so eine Mail, und da musst du dann auf eine spezielle Seite gehen. Und da kannst du dann dir Codes anfordern für spezielle DLC-Items und so ein Dreck. Meistens ist das hier so Amazon-Branding-Zeug. Also ich glaube, für Watch Dogs 2 gab es das sogar. Irgendwie so ein Amazon-Outfit oder so ein Dreck. Keine Ahnung. Irgendwas so in der Richtung. Warte mal, also ich hab PayPal und eine Kreditkarte, aber Bankeinzug habe ich nicht drin, weil das haben sie bei mir immer nicht angeboten. Bankeinzug ging doch über die Xbox gar nicht. Dann hast du in dem Moment einfach... Heck. Ja. Nein, dann hast du einfach, was diese über Windows einlösen Sache angeht, halt Pech, aber solange du über die Xbox geht, ist das gut. Ah ja. Ja, mach ich nach dem Kampf. Es würde keinen Unterschied machen, weil sobald es bei meinen Eltern ankommt, nimmt meine Mutter das Ding, jagt dort einfach eine neue Adresse drauf und schickt mir her. Also ich meine jetzt zum Thema ankommen würde es auf jeden Fall. Ja, du musst dich halt bei Amazon vorher mal einloggen mit deinem Prime-Zeug. Ja, Browser ist die einfachste Variante, da sollte es funktionieren. App ist immer so Geschichte. Und dann will er eigentlich, dass du dich mit deinem Amazon, mit dem Prime-fähigen Account mal... Na, da muss noch was anderes sein, dass du dich einfach nur einloggen kannst. Echt jetzt? Du machst mich fertig. Willst du jetzt wirklich, dass ich meinen Laptop anmache? Ja, das ist mir gerade egal. Ich gehe jetzt aber erstmal hier Stromkabel an Laptop, weil ich habe den vorhin irgendwie leer gemacht, um mein Handy ein bisschen zu laden. Ja. Ja, genau das sollst du ja auch. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie Markus so total faul auf der Couch sitzt und sagt, oh scheiße, das Handy ist fast leer. Moment. Aufladen. Du glaubst, da steht noch der Mac. Auf der Couch. Das Ladegerät ist so weit weg. Oh, ich steck's einfach in den Mac rein. Zack. Ja, das Schlimme ist, mein normales langes Ladekabel, das hängt aktuell tatsächlich am Fernseher. Und ich habe aber noch kurze. Das lag auf der Lehne. Weg, also. Und da musste ich mich nur für drehen. Der faule Sack. Das sagt der Richtige. Das Kabel. Mike, zu dem Thema fauler Sack, das sagt der Richtige, mal in die Arbeit fahren musst du. Normal. Ich muss Stockwerk wechseln. Wahnsinn. Runtergehen. Ich muss original die Treppe runterlaufen, das ist schon viel. Ganz ehrlich, die Schwerkraft würde dir helfen, wenn du nicht laufen willst. Einfach stolpern. Ja, stimmt. Ah.
erwischt. Das klingt gut. Hä? Warte. Jetzt musst du warten, ich guck nach dem Kampf nach. Ich muss gerade hier nur mal Taske noch. Noob. Hast du dich. Bist du eingeloggt? Bist du eingeloggt bei Amazon jetzt, Christian? Ja. Ja, das. Achso, ich würd auf die Internetseite gehen halt irgendwie. Dann würde ich mich da einmal einloggen in den Amazon-Account. Euch ist schon klar, dass die App ganz anders funktioniert als die Seite, ne? Ihr trackt das über die Cookies. Und die App macht das nicht. Meistens auch oben. Ja. Meistens da, wo Anmelden steht. Ah! Wenn du nicht Doppelkorn heißen würdest, dann würde ich dich fragen, ob du gesoffen hast. Ich hab kein Loot gesehen. Wow, das Spiel, was keiner spielt. René, wo sehe ich denn aktuell überhaupt das Loot? Weil wenn ich mittlerweile ja twitch.amazon.com mache, dann lande ich automatisch wieder bei Twitch TV. Bei was? Twitch. Hey, wer weiß, was du gerade wieder treibst? Das übliche Remote Joe. Natürlich. Ein Zeichen und kein Unterstrich. Ja, stimmt, ich musste einen Unterstrich machen, weil kein Leerzeichen erlaubt war. Hey, der Unterstrich ist das einzige Sonderzeichen. L3. Die Schrift. Ja, tut mir leid, ohne war es nicht verfügbar. M0 D3 Underscore J03. Durch. Supreme! Nein, er hat vorhin gegen dich gespielt, schon vergessen. Ja, und ich mach grad die ganze Zeit ein bisschen hier den Survival Mode. Cool, ich bin weiter hinterher. Ich bin auf dem Laptop gerade irgendwie. Ich hab noch den Ladebildschirm. Dabei bin ich jetzt gerade schon in den Sequenzen. das sind mehr als 10 sogar noch.
Hä? Was, die spielen Battlefield 1? Haben die sich in Battlefield 1 gekauft? Oder EA. Ne, Battlefield 1 ist noch nicht in der Vault. Lange nicht. Ja, nee, aber die Testversion war ja noch. Ja, stimmt, die war drin, den aber... Oder was? Ich hätte jetzt voll Bock mal Doppelkorn zu verprügeln. Ich hoffe in echt. Such dir aus. In Killer Instinct oder in Titanfall. Such dir aus. Oder René setzt sich ins Auto, fährt zu dir und vermöbelt ihn. Ja, das ist so weit. Das ist so weit. Ja, wir kriegen jetzt gerade voll auf die Fresse. Geht das, ne? Was für ein Schwierigkeitsgrad ist denn das? Siehst du. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr. Hat er verloren? Fast. Fast. Krieg grad von Mira auf die Fresse. Ach ja. Ah, ich hab sie besiegt. Wo ist eigentlich hier. Wo ist eigentlich hier unser Alki hin? Welcher? Doppelkorn? Der verzweifelt ja, wahrscheinlich. Mal, wie war's nochmal? Christian? Wie war das nochmal? Christian? Oder? Ah, Christian. Ah, sehr gut. Ja, ich brauche mal ein bisschen. Geh doch einfach auf twitch.tv. Log dich da ein. Da kannst du hattest ja twitch.twitch. Es gibt eine Subdomain. Lass bitte mal reden. Bitte? Der einfachste Weg. Geh auf twitch.tv, logst dich ein mit Twitch-Account. Da hast du oben so ein Menüband, wo drin steht Twitch Prime, bla bla bla, testen, bla bla bla. Und da siehst du eine kleine Box, wo drin steht Already Prime, also du hast schon Prime, klicke bitte hier. Dann wirst du auf die Amazon-Seite verlinkt. Du musst nur noch sagen, verknüpfen. Ja. Das ist der einfachste Weg, glaube mir. Ja, ich vergesse immer, so mit Alkoholabhängigen und alles schwierig. Wenn du das über dein Tablet machst, hast du dann auch den Desktop-Modus aktiviert? Oder machst du den mobil? Mach Desktop-Modus. Glaube ich einfach. Ich muss schon wieder Pisser. Gar nicht. Als ob du es nicht schon mal gehört hast, ne? Hmm.
woher sollen wir das denn wissen? Ich habe meine Glaskugel leider im Büro liegen lassen. Ach René, du bist aber ganz schön vergesslich im Alter. Musst du mal, wenn du auf der Xbox die Twitch-App aufmachst, kannst du da wahrscheinlich deinen Account sehen oder deinen, weißt du? Hallo, mein Katzenfreund. Warum spielst du Battlefield 1? Wo hast du das denn her? Echt? Du sitzt also echt Battlefield 1 jetzt mit Markus? Ich hab übrigens Markus nur noch mal Sniper hier gekauft. Ja, ich hab 90 Singapur-Dollar bezahlt dafür. Weil in diesem Singapur-Shop kommst du 194 kaufen. Ich habe jetzt 56 Euro bezahlt. Allerdings musste ich 8 Mails schreiben. Wieder weniger bezahlt. Hä? Nein, weniger bezahlt, du hast mehr bezahlt als ich. Bei ihm ging es um den Code. Wieso hast du weniger bezahlt? Wieso hast du weniger bezahlt? Wo hast du gekauft? Ja. Was hast du da bezahlt? Ja. Ja und? Ich habe 56 Euro bezahlt. €56. Eine Hunderter Karte. Eine Hunderter Karte im Shop, aber ich habe nur 90 bezahlt. Also du hast 90... Ja, Sniper Elite habe ich 100 SGD Karte und das hat 99,90 gekauft oder so. Ich habe jetzt noch 10... 0,1 Hongkong, Singapur, oder? Wie, das 65 über? Ja, wenn er eine 150er... Zwei gekauft. So. Ja, ich hab noch eins gekauft. Ja. Think you got what it takes to beat the champ? Mexiko ist aber, glaube ich, wieder verfügbar, ne? Ich kann wieder kaufen in dem einen Shop. Nö, in dem einen Shop war das immer gleich, also das für 1000 bezahlt. Ja, da gibt's meisten Spiele haben 1000 gekostet, dann gab es welche, die hatten 1200 oder 1300 gekostet. Unterschiedlich. Aber es war halt insgesamt brutal günstig im Vergleich zu den anderen Ländern. Richtig. Ja, Sniper Elite war ja Singapur, glaube ich, das günstigste. Im Angebot. Nein, das Sniper Elite ist nicht im Angebot. Mass Effect ist im Angebot. Nee, nicht Mass Effect. Wildlands ist im Angebot mit 28% Rabatt. Allerdings, glaube ich, ist das gestern war Freitag, ne, abgelaufen, ne? Und da ja hier die zwei Hamburger... Nee, das Angebot geht bis zum Release. Nein. Dieses große von der Deluxe, die... Sicher? Steht da bis zum 7.3. Ja, wartet nur, bis es abbestellt, dann holt wieder rum. 15? Ja, dann haben sie es gekürzt, weil ich habe 28% Rabatt gehabt. Da genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Wir haben für Wildlands haben wir insgesamt 43 Euro bezahlt für die Deluxe Edition. Also für die große. Also 22 Euro für jeden etwa. Was kostet es jetzt? Ach, ich kann ja selber gucken. Hab's doch im Handy. Aber das habe ich dem Mike, das habe ich dem Mike gesagt, kaufen. Aber so wie Michael ist, ja, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Das genau, irgendwann ist ja gar nichts mehr.